Feuer wollen wir natürlich schauen, was in dem freundlichen Karton so drin ist. Sehr schön verpackt, muss ich ehrlich sagen. Also erinnert mich so an mein iPhone. Aber wie gesagt, es ist der Feiyu Pocket und wir schauen mal direkt rein. Als erstes gibt es natürlich wiederum ein bisschen Papierkram. Da ist dann die Bedienungsanleitung drin und gleichzeitig auch der Link zur App. Weiterhin finden wir für den Feiyu Pocket eine Schutzhülle. Komisch, die sieht so aus wie beim DJI. Naja, erinnert mich so ein bisschen an den DJI und natürlich einen Tragegriff und gleichzeitig das USB-Ladekabel und an sich das Gerät der Feiyu Pocket. Der neue Feiyu Pocket, der ist am Start und er sieht eigentlich sehr gut aus. Der Display ist auch breiter als der beim Osmo Pocket. Ein Stückchen ist quasi das vom Display größer geworden. Und jetzt kommen erstmal die Highlights im Überblick. Erstens, klar, die Aufnahme im Ultra HD 4K Modus mit 60 FPS. Maximale Bitrate von 120 Mbits. Dann ist hier ein Sony CMOS-Sensor mit 6 Glaslinsen verbaut, einem Ultra-Weitwinkelobjektiv mit einem Blickwinkel von 120 Grad. 6-Achsen-Hybrid-Stabilisierung für verwacklerfreie HD-Aufnahmen und das fässt sich auch richtig wertig an. Das ist Metall, das hier ist auch Metall. Also das ist wirklich richtig gut verarbeitet und wertig hergestellt. Der 1,3 Zoll Touch-Steuerungsdisplay, den hatten wir schon erwähnt, der ist für die Arbeitsmodi und natürlich auch für die Kameraeinstellung gedacht. Schnellen Autofokus hat er ebenfalls ohne Verzögerung. Static Track, Timelapse, Hyperlapse kommen wir nachher noch zu. Integriertes Wi-Fi, also du musst hier kein extra Modul anschrauben, du hast das Wi-Fi schon integriert und natürlich kannst du damit auch die dazugehörige Feiyu Cam App verbinden. Hast eine Echtzeitvorschau und zur App kommen wir natürlich gleich. Fernbedienung via Smartphone geht oder halt auch am Tablet anschließen. Lange Akkulaufzeit, 4,5 Stunden gibt er an, dass dieses Ding durchhält, also der Hersteller. Und ich habe es schon mal jetzt so getestet und komme so auf knapp 4 Stunden. Kommt natürlich auch darauf an, wie man filmt und entweder an- und ausschalten oder halt durchgängig. Auf alle Fälle gute 4 Stunden macht er, das kann ich bestätigen. Und die SD-Card, Micro-SD-Card steckst du hier ein und hast dann eine maximale Speicherkapazität von 512 GB. Und jetzt kommt das Schönste, das ist nämlich eine gute Geschichte. Halloa, hier ist ein Stativgewinde unten eingeschraubt. Ja, nicht wie beim Fimi Palm irgendwie hier oben hingeklatscht, wo keiner weiß, was das soll. Der Osmo Paco, der hat erstmal gar keins, da musst du dann auch wieder ein Zubehör kaufen. Aber der hat komplett ein richtig gut und ordentlich verarbeitetes Stativgewinde. So steht der gerade, du kannst das Ding komplett auf das Stativ aufschrauben. Und das ist schon mal eine richtig gute Sache. Eine effiziente thermische Konstruktion hat er ebenfalls. Also der hat ein gutes Wärmeableitungssystem. Mit dem Teil kannst du auch komplett durchgängig aufnehmen. Und der wird auch nicht zu heiß. Das ist ganz gut gelöst, technisch bei diesem Gerät. Von außen siehst du, hier ist die Power-Taste. Hier wird er eingeschaltet. Vom Prinzip her der Monitor, Aufnahmetaste. Und gleichzeitig noch Bedienungstaste, seitlich hier der Eingang des USB-C-Ladekabels. Ich habe auch versucht, mit einem normalen, handelsüblichen USB-C-Audio-Adapter auf 3,5 mm Klinke hier schon mal was zu erreichen mit einem externen Mikrofon. Leider geht da nichts anzuschließen. Wenn ich was rausfinde, ob es geht oder ob nicht, dann gebe ich das natürlich direkt in meine Shownotes unter dem Video mit ein. SD-Karte, Micro-SD-Slot, der befindet sich hier im unteren Bereich. Gimbal, Stativ, anschalten ist angesagt. So, jetzt machen wir das Ding mal an und gucken uns das Menü an. Und das ist natürlich ähnlich wie bei den anderen aufgebaut. Und du ziehst hier von oben nach unten runter, hast dann erstmal dein Setup. Und da gehen wir auch gleich mal als erstes rein. Wir sehen, 63% Akku hat er noch. Quality first,
kannst du dann auch hier korrigieren. Dann Control on oder off beim Tilt Control oder halt den Ton, den Piepston an- oder ausmachen. Geht weiter hier mit der Herzeinstellung 60 oder 50 Hertz. Das ist teilweise ganz gut, wenn du so eine flimmernden Monitoren hast, dann nimmt er dir das Flimmern über diese Einstellung relativ gut raus. Kalibrieren kannst du ihn hier. Das geht dann sozusagen in die Center-Stellung. Weiß nicht, ob man das so gut sieht. Direkt machen wir nachher nochmal in der im anderen Menü. Auf alle Fälle kannst du dann, wie gesagt, die Kalibration hier Einstellung stellen und stellst das Ding direkt gerade hin, drückst auf OK und dann kalibriert der sich quasi selber. Wow. Wi-Fi. Ganz wichtige Geschichte, um sich nachher mit der App zu verbinden. Und hier steht nochmal alles drin, wie das Wi-Fi heißt, was du in deinem Smartphone oder Tablet suchen musst. Passwort steht ebenfalls drin, eine Nummer kürzer als beim Fimi Palm. Hier ist es die 12345678. So. Okay, sind wir von der Menüeinstellung auch schon begeistert. Dann haben wir natürlich noch unsere Speicherkarte und gleichzeitig noch den Mattering Mode, ob du halt direkt Spot machen möchtest oder dann dieses Avalanche. Ne? More, jawohl, da sind wir schon bei den Sprachen. Und das ist eine lustige Geschichte, wie ich finde, wenn du hier dann, klar, du musst erstmal Englisch einstellen, Deutsch hat er nicht, ja, aber er hat 1,7 Millionen Schriftzeichen und chinesische Sprachen und weiß ich was. Und dann Tschechisch, ja. Warum machen die kein Deutsch? Ich verstehe das nicht, das ist doch nicht schwer. Ja, okay, gut, also wir gehen dann wieder rüber zum Englisch. Und sind dann im Hauptdisplay mit drin. Gehen wir zur Seite, haben wir die verschiedenen Modis, die wir hier einstellen können. Wir fangen von oben an. Das ist der Foto-Mode. Im Foto-Mode kannst du dein Format einstellen. 16:9, dann geht es natürlich noch 4:3 oder halt 3:2. Warum geht das nicht? Ach doch, 3:3, ja, genau. So, Countdown, wenn du dich selber fotografieren möchtest, bis zu 75 Sekunden im Fotomode möglich. Zack. So, jetzt geht er mal. So, gehen wir wieder zurück auf die normale Stellung und dann haben wir Videomode. Zack. Hier ist der Videomode und im Videomode ebenfalls die gleichen Einstellungen wie beim Fotomode. Da geht es dann sozusagen erstmal hier im 4K 16:9 Modus. Mensch, so. So, 4K 16:9 Modus mit 25 Frames, das ist so meine Lieblingseinstellung, geht aber noch hoch bis zu 60 Frames. Ebenfalls 2,7K möglich. Dann HD-Modus und der ist bis zu 120 FPS möglich. Ich gehe wieder zurück in meinen 4K 16:9 und dann will ich bitte 25 Frames die Minute, Sekunde. So, gut. Klären wir jetzt. Da ist er. Wunderbar. Und wieder zurück. Und wieder in den Slow-Motion-Mode. Slow-Motion-Mode ist auch möglich, 720p, 1080p oder 4K. Vom Slow-Motion-Mode her sehen wir nachher in den Bildern hier im Video, also in den Aufnahmen, nochmal einen Slow-Motion-Mode und ich kann schon mal verraten, den macht er richtig gut. Timelapse ebenfalls möglich, zwei Einstellungsvarianten. Dann der Panorama-Modus und beim Panorama-Modus können wir ja mal aufdrücken, ist es möglich, 180 Grad, 2:2, 3:3 hier einzustellen. Gut, von unten nach oben geht es natürlich auch noch im Menü und hier ist wieder Recenter, die Position, da setzt sich der Gimbal wieder in die gerade Stellung Recenter. So, dann haben wir natürlich hier noch, der Selfie-Mode, juhu, den kriegen wir dann hier 1, 2, 3 wieder zurück. 1, 2, 3, dreht er sich dann wieder direkt zurück. Und die Geschwindigkeiten, einmal der Motion, dann der Smooth und der Motion, das sind zwei. Gimbal-Einstellungen haben wir den Follow-Mode, dann geht es noch weiter im All-Follow-Mode
und den Pan-Mode. Mehr gibt es dann eigentlich nicht. Nee. Gut, dann haben wir das Menü auch schon behandelt, relativ übersichtlich und einfach gestaltet. Und wenn du dir deine Aufnahmen anschauen möchtest, dann geht es natürlich hier in den Play-Mode der Aufnahmen. Da kannst du dir hier dann direkt die Aufnahmen betrachten, ebenfalls wieder mit dem Herzchen liken, wenn du das schön findest. Oder direkt dann hier das Löschen. Erstmal nicht. Hier siehst du nochmal den Akku. Und hier siehst du, wie viel du aufgenommen hast. Zack. Wieder zurück in den normalen Ansichtsmode. Und dann haben wir diesen Monitor hier eigentlich schon komplett durch und gehen jetzt mal direkt in die App des FAU Pocket.